Dieses gute Signal, die enorme Marktverschiebung, muss beachtet werden. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo auch immer Sie sind, wann auch immer Sie sind. Danke, dass Sie meine Videos anschauen. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bin hier in Dubai, in The Pipe 5x5. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Oh mein Gott, es war ein schönes Wochenende und ja, ich bin wieder für eine weitere Sendung heute. Es ist Montag. Und ich freue mich, denn wissen Sie was? Jeden Tag steigen wir in diese Show ein und lernen etwas über Bitcoin und sind Teil der Kryptowelt. Ist ein großartiger Tag. Und ich bin froh, dass Sie hier sind, weil Sie zu den wenigen gehören, die tatsächlich etwas Krypto besitzen, hauptsächlich Bitcoin, weil das am wichtigsten ist. Und Sie verstehen, dass Bitcoin das Geld der Zukunft sein wird. Es wird Menschen geben, die diese Show ansehen und sagen, was ist, wenn das passiert und was ist, wenn jenes passiert? Und sie leben in einer Zukunft, die möglich ist, Dinge, die nicht möglich sind, dass es einen Atomkrieg gibt. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, dass es einen gibt. Ich weiß nicht, dass ein Asteroid auf den Planeten trifft. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, dass Bitcoin geknackt wird. Ich sage nicht, dass das nicht unmöglich ist. Es ist nur unwahrscheinlich. Warum leben Sie Ihr Leben in diesen Möglichkeiten und versuchen, Ihr Leben genau hier und jetzt zu leben? Und genau hier und jetzt ist Bitcoin, wenn Sie sich die Forschung ansehen und verstehen, wie es funktioniert, dass es das Geld sein wird, vorausgesetzt, es tritt kein anderer katastrophaler Vorfall ein. Ja, Sie könnten auch sagen, dass jemand mein Bitcoin stehlen könnte. Ja, das ist möglich. Jemand könnte in meinen Computer hacken und ja, das ist möglich. Aber Sie leben in einer Zukunft, die Sie bewältigen können. Glauben Sie mir, egal was Schlimmes passiert oder was Sie denken, dass Ihnen passieren wird. Sie können damit umgehen. Also vergessen Sie alles und besitzen Sie einfach etwas Bitcoin und machen Sie weiter. In Ordnung. Ich werde jetzt zu den Nachrichten kommen und dann etwas technische Analyse machen. Bevor ich das tue, wollte ich über eine meiner Top-Börsen sprechen, nämlich 2Bit, richtig? Wo Sie sich unter 2bit.davincij15.com anmelden können. Die Links finden Sie in der Beschreibung unten, wo Sie bis zu 30.000 US-Dollar an Einzahlungsbelohnungen erhalten können. Ich würde es schätzen, wenn Sie sich einfach anmelden würden, richtig? Melden Sie sich einfach an und zahlen Sie 100 US-Dollar ein. Und ja, Sie können dafür eine kleine Belohnung erhalten. Und machen Sie einige kleine Trades. Und ja, Sie werden lernen, wie Sie Teil dieses Systems werden können. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, tun Sie dies bitte. Wenn Sie natürlich keine ID bereitstellen möchten, können Sie unter 2bit.davincij15.com gehen und sich dort anmelden. Und ja, Sie können auch anonym Krypto handeln und kaufen, wenn Sie möchten. Okay. Die Links finden Sie auch in der Beschreibung unten. In Ordnung. Lassen Sie mich jetzt zu den Nachrichten kommen. Bitcoin, da Minenarbeiter verkaufen. Hier ist, was das für BTC-Preise bedeutet. Dieser Artikel geht nicht genau darauf ein, was BE den BTC-Preisen los ist, aber ich möchte hier auf dieses Zitat hinweisen. In letzter Zeit hat sich eine bemerkenswerte Entwicklung ereignet, als die Metrik zeitgleich mit dem Erreichen der Bitcoin-Preise von 30.000 US-Dollar einen erheblichen Anstieg verzeichnete. Interessanterweise trug der Anstieg der Minenaktivität zu einem erheblichen Preisrückgang bei und drückte die Bitcoin-Bewertung unter die 25.000-Dollar-Marke und erreichte ein Jahrestief, stellte der Analyst fest. Okay. Sie könnten sagen, ja, das muss wahr sein, oder? Basierend auf der Forschung des Analysten, richtig? Ja, und ehrlich gesagt, könnte es so passiert sein. Wir haben nicht die Informationen, um zu wissen, ob das passiert ist. Aber was wir sicher wissen, ist, dass unser aktuelles System aus Fiat-Geld es Regierungen und Banken, Zentralbanken und den Superreichen ermöglicht, Geld zu drucken und Sklaven zu befreien. Ist es also in Ihrem besten Interesse, den Preis von Bitcoin zu steuern?
der Ihr Finanzsystem ersetzen wird? Beantworten Sie diese Frage. Oh ja, das ist definitiv ja. Also, mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass dies wahr ist, dass jemand den Preis steuert, ist höher. Könnte es wahr sein? Ja, definitiv. Aber die Chancen stehen gut und ich bin bereit, aufgrund einer Wahrscheinlichkeitsabwägung das Wahrscheinlichste anzunehmen, dass dieser Preis gesteuert wird. Vielleicht wird er auf diese Weise gesteuert. So haben Sie es geplant. Aber es war Teil der Steuerung, was interessant ist, denn zur gleichen Zeit häufen große Bitcoin-Inhaber $1,500 Milliarden an Bitcoin an, während die Preise schwanken. Also haben wir Leute, die Bitcoin verkaufen und Leute, die Bitcoin kaufen. Und ja, was ist die Geschichte hier? Richtig. Kaufen die Leute es oder verkaufen die Leute es? Die Leute, die es kaufen, kaufen es zu einem niedrigeren Preis, denn sie warten. Sie sagen, okay, du willst es mir für 25.000 verkaufen. Vielleicht ist das der Fall, aber weißt du was? Es gibt kluge Leute da draußen, die verstehen, dass es im Interesse der Eliten liegt, den Preis zu senken. Also warten sie auf niedrigere Preise. Und das sollten sie auch tun. Der durchschnittliche Kostendurchschnitt ist das Beste. Für den durchschnittlichen Menschen, denn sie möchten in die Krypto zu einem durchschnittlich niedrigen Preis einsteigen. Okay, die Hälfte der Menschen in der Türkei besitzt jetzt Krypto, sagt ein Risikobericht. Die Kryptoadoption nimmt in der Türkei zu, einem Land, das von hoher Inflation geplagt ist. Laut einer von Kukun durchgeführten Forschungsumfrage hat sich die Adoption in der türkischen Bevölkerung in den letzten 1,5 Jahren von 40% auf 52% erhöht. Kukun ist die fünftgrößte Kryptobörse der Welt und hat diese Daten auf der Grundlage der Umfrageantworten von 524 Personen gesammelt. Okay, also weiß ich nicht, ob ich 100% auf diesen Bericht vertrauen möchte. Aber ich weiß, als jemand, der die Türkei besucht hat, dass es eine große Sache ist. Wenn ich auf der Straße spazieren ging, wollten mich die Leute oft viel häufiger als anderswo auf der Welt anhalten und Fotos mit mir machen. Ist es also möglich, dass es zu 50% möglich ist? Aber ich weiß, dass viele Menschen in Krypto sind und sich mit Krypto auskennen und die Leute auf der Straße sagen, bist du nicht dieser Typ, wenn ich auf der Straße gehe? Okay, das ist ein großer Ausbruch, richtig? Bitcoin-Bestände auf Kryptobörsen schwinden auf 2 Millionen, die geringsten seit Januar 2016. Okay. Es gab einen Bericht, der besagte, dass es seit 2017 keine so geringen Bestände mehr gab. Aber schauen wir uns das Gesamtbild an, richtig? Egal, ob der andere Bericht korrekt war oder nicht, es spielt keine Rolle. Es gibt eine klare Anzeige, dass irgendwo auf dem Weg und von vielen Analysten eine Abwärtstendenz bei der Anzahl der Bitcoins an den Börsen festgestellt wurde. Das kann damit erklärt werden, dass die Menschen nach FTX einfach kein Vertrauen mehr hatten, aber FTX war vor einem Jahr. Warum passiert das seit FTX? Sie sehen, dass dies seit etwa 2020 der Fall ist. Dieser Abwärtstrend ist also ein deutlicher Hinweis darauf, dass etwas auf dem Markt passiert, dass jemand Dinge im Markt sieht und dagegen handelt. Können Sie sehen, es war etwa, wo ist es hier? 2023, 2022. Ja, da sind wir. Dies geschah etwa zur Zeit von FTX, war die Hauptänderung in der Psychologie der Menschen. Also ja, das könnte nur an der Psychologie der Menschen liegen. Aber ich würde vorschlagen, zur Sicherheit Ihre Krypto von den Börsen zu nehmen. Denn es gibt keine Glocke für Sie als Einzelperson.
Richtig, die Bitcoin oder eine andere Kryptowährung besitzen, dass jemand zu Ihnen kommt und sagt, hey, wissen Sie, bald wird es einen Zusammenbruch des US-Dollars oder so etwas geben und Sie werden Ihre gesamte Krypto nehmen und Ihnen Dollar geben. Sie wollen nicht auf dieser Seite sein. Stellen Sie also sicher, dass Ihnen das nicht passiert, dass Sie Ihr Bitcoin haben und Sie es nicht von Ihnen nehmen können. Vertrauen Sie nicht Ledger, vertrauen Sie Trezor, um Ihr Bitcoin zu speichern, weil Sie Ledger zwingen können, Ihr Bitcoin zu nehmen, denn... In Ordnung, weiter geht's. Wir haben also gestern, oder eigentlich war es am Freitag, über Bitcoin gesprochen und... Ich habe Ihnen gesagt, dass wir am Freitag ungefähr hier waren. Und ja, ich habe gesagt, dass wir noch weiter nach unten gehen müssen, aber wenn Sie diese Short-Position hatten, können Sie Ihre Stops auf Break-Even oder in die Nähe von oben setzen. Und dann, wenn dies zusammenbricht, haben Sie nur noch ein kleines Stück, vielleicht ein kleines Stück unter diese 25.000. Aber in diesem Bereich ist, wo Sie sehen können, dass Sie Gewinne mitnehmen sollten oder eine Long-Position einnehmen sollten, weil sie zum Kontrollpunkt zurückkehren wird. Wie Sie sehen können, wenn Sie die VPVR hinzufügen, von der ich gesprochen habe, die ich tatsächlich in der letzten TA-Video am Freitag nicht gemacht habe, können Sie sehen, dass der Kontrollpunkt deutlich und offensichtlich bei $26.000 lag und wir sind zurück. Immer wenn wir zurück in den Kontrollpunkt gehen, versagen wir. Wir gehen über den Wert oder unter den Wert und wir kehren in den Kontrollpunkt zurück. Es besteht eine 80-prozentige Chance, nicht 100%, dass wir über den Wert testen, wenn wir vom Wert unter den Wert zurückkehren, und eine 80-prozentige Chance, dass wir vom Wert über den Wert zurückkehren und unter den Wert testen werden. Das ist genau das, was passiert ist. Das ist also, wo wir sind. Sie sollten keine speziellen Trades in diesem Bereich machen, weil Sie eine Weile auf Ihrem Trade sitzen werden. Sie möchten Trades außerhalb dieses Kontrollpunkts machen. Wenn Sie Trades in diesem Bereich machen, sollten Sie dies auf den niedrigeren Zeitebenen tun. Und dann, wenn Sie eine bestimmte Richtung beibehalten, sollten Sie Gewinne auf gestaffelter Basis auf diesen niedrigeren Zeitebenen mitnehmen. Aber Sie werden wahrscheinlich viele Trades machen und es wird Verluste geben, viel mehr Verluste. Ich meine nicht viel mehr Verluste, aber Sie könnten viele Verluste und Gewinne gleichzeitig erleiden. Und das kann psychologisch schädlich sein. Die meisten Menschen sollten auf den höheren Zeitebenen handeln und auf klare Anzeichen für den Handel warten. Also, wenn wir hier oben sind, erinnern Sie sich daran, dass ich gesagt habe, wenn wir hier oben sind, sollten wir wahrscheinlich eine Short-Position einnehmen. Und das war genau richtig. Das war das Beste, was man tun konnte. Und ich habe auch hier gesagt, dass wir eine Long-Position einnehmen sollten. Und das war das Beste, was man tun konnte. Kurz gesagt, gehen wir zu Ethereum über. Es war ziemlich dasselbe wie Bitcoin. Wir befinden uns immer noch in einem Abwärtstrend und werden wahrscheinlich diese niedrigeren Bereiche erneut testen, insbesondere diese Kerze, die getestet werden muss. Ja, ja. Sind Sie bereit, Ihre Bitcoin zu verkaufen? Sind Sie bereit, Bitcoin zu kaufen, eigentlich als Käufer hier unten? Das ist es, was der Markt wirklich testen möchte, ob es Menschen gibt, die hier unten kaufen möchten. Was die Dominanz betrifft, bin ich ein wenig besorgt wegen der Saisonalität, dass normalerweise Bitcoin in dieser Saison besser abschneidet, in der Saison im September. Es ist also keine Zeit, Alts zu kaufen und ich werde anfangen, mich zurückzuziehen. Also sollte das pumpen. Also würde ich auf eine klare Anzeige warten. Im Moment ist es schwierig, weil wir so nah an einer klaren Anzeige sind. Wir müssen diese gelbe Trendlinie durchbrechen, um wirklich sicher sagen zu können, dass es eine Altsaison gibt. Aber leider könnte das Brechen dieser Trendlinie bedeuten, dass wir sehr, sehr schnell durchbrechen könnten und bis zur 47% fallen würden. Das wäre eine sehr große Kryptosaison, eine All-Season gegenüber Bitcoin.
Das Beste, was Sie tun können, ist also, diese Sache zu handeln und gute Projekte zu finden, die sich gegenüber Bitcoin gut entwickeln, um die Anzahl der Bitcoin zu erhöhen, die Sie haben. Und warum wollen Sie die Anzahl erhöhen? Nun, weil Bitcoin das Geld der Zukunft sein wird. Sie können in die Zukunft leben, die noch nicht geschrieben wurde, die besagt, dass Sie glauben, dass es nicht passieren wird. Und Sie werden nicht an der bevorstehenden Vermögensübertragung teilnehmen. Es ist garantiert, dass sie kommen wird, denn wir haben dieses Geldsystem schon einmal verwendet. Und die Ergebnisse waren immer die gleichen. Es bricht zusammen. Also bedeutet es logischerweise, dass Sie aus diesem Geldsystem aussteigen möchten und etwas Bitcoin kaufen möchten. Vielen Dank, dass Sie alle zugeschaut haben. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Episode gefallen und ich werde euch morgen sehen.